Radio Soul präsentiert Planet Soul Power Wow. Die Konferenz der Menschen. Radio Soul. The All-in-One Solution for Entertainment. Jawohl, es ist wieder soweit. Herzlich willkommen. Mein Name ist Gerd Pellegrini. Ja, haben Sie sich auch schon gefragt, wie gehen wir auf dieser Welt mit der Natur um, mit den Tieren, mit der Schöpfung? Wie geben wir diese Welt an unsere Kinder weiter? Ja, und wie kommen wir in die Wirkraft? Auch eine interessante Frage. Was können wir selbst dazu beitragen? Das sind Fragen, die wir bei der Konferenz der Menschen beantworten. Ja, und heute habe ich wieder Studiogäste bei mir auf Sendung. Ich freue mich sehr. Heute ist bei mir Alenka Drexler und Silvia Fitzinger. Ich begrüße euch recht herzlich. Hallo, willkommen. Hallo, grüß euch. Ja, heute haben wir ein Thema hier mit, oder ihr habt es mitgebracht, kann man sagen, Intuition. Also eines meiner Lieblingsthemen, kann ich sagen, Intuition und das Tor zum Bewusstsein. Alenka, du beschäftigst dich mit Intuition, mit Intuitionstraining. Sag uns einmal kurz, wie bist du dazu gekommen und ja, was ist Intuition? Das werden wir sicher im Laufe der Sendung dann erfahren. Gut, ich versuche es kurz zu fassen. Ja. Ja. Also, als Kind lernte ich eine Stimme in mir kennen und später dann begriff ich, dass Intuition genannt wird, so eine Führung. Und schon seit ich mich erinnern kann, begleite ich die Menschen. Und eines Tages sagten mir die Freunde, mach bitte deine Berufung zu Beruf. Und ich begleitete Menschen als Energetiker, als Lebensberater sozusagen. Und merkte ich, ich brauche ein Werkzeug. Ich wandte mich an diese Stimme, an diese Quelle und sagte, bitte gib mir, zeig mir ein Werkzeug, das ich anbieten kann, ohne den Menschen zu sagen, was sie zu tun haben, weil das will ja keiner von uns gesagt haben, was wir tun sollen. Ja? Dass unser Verstand aber irrsinnig trickreich ist und uns das alles Mögliche vorspielen kann, habe ich somit gefunden eine spielerische Art, wie ich als Mensch selbst begreifen hat, das Spiel zwischen Verstand und Herz. Mhm. Und wie ich mich fokussieren kann, rein auf das Herz zu hören, die direkt mit Quelle verbunden ist. Schön. Also seit deiner frühen Kindheit hast du diese Stimme in dir gehört und hast gelernt, darauf zu vertrauen. Und diese Gabe ist dir erhalten geblieben und jetzt bietest du Intuitionstrainings an. Und wie war das bei Silvia Fitzinger? Silvia, wie war das bei dir? Also meine Stimme, die wurde erst etwas später erweckt, nachdem ich doch sehr geprägt war durch meine Kindheit und eigentlich durch mein Umfeld, hat mich eigentlich dann mein Sohn massiv darauf aufmerksam gemacht, dass ich irgendwas verändern musste und bin dadurch eigentlich in diese Richtung gegangen, Persönlichkeitsentwicklung, habe meine Fähigkeiten kennengelernt, mich selbst kennengelernt und bin letztendlich dann auch bei Alenka als Freundin und letztendlich auch als meine Lehrerin auch gelandet und bin dann wirklich in die Tiefe gegangen, um zu erkennen, wie da die Stimme, also das, die Stimme des Herzens, aber auch die Stimme meines Verstandes funktioniert. Mhm. Und funktionieren und wo sie mich hinbringen. Wunderbar, genau das wollen wir heute erfahren. Wie funktioniert die Stimme des Herzens und die Stimme des Verstands und was ist da der Unterschied? Wir sind ja alle in dieser Zeit wirklich sehr kopflastig und unser Verstand, der versucht irgendwie die Richtung anzugeben, aber es funktioniert nicht so richtig mit dem Verstand und wir sollten auch mehr aufs Herz hören. Und heute, wie gesagt, dieses Thema Intuition, das Tor zum Bewusstsein hier auf Radio Soul. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie mit dabei sind. Wir werden jetzt wieder, so wie es halt üblich ist auf Radio Soul, eine gute Musik spielen. Gute Themen, gute Musik, das ist Radio Soul. Und wir fangen an mit Caravan of Love. Das hast du dir gewünscht, Alenka? Ja, das ist mein Lieblingslied seit meiner Jugend. Hört euch bitte Text an, meine Lieben, und viel Spaß dabei. Lange nicht mehr gehört, wunderschöner Song. Are you ready?
Stand up. Wunderbar. Passt ja auch zum heutigen Thema. Intuition, das Tor zum Bewusstsein. Meine Damen und Herren, heute bei mir Alenka Drechsler und Silvia Fitzinger. Die beiden haben ein Bewusstseinstraining, ein Intuitionstraining heute auch mitgebracht. Wir werden einiges darüber erfahren. Was ist eigentlich jetzt Intuition? Was ist das genau, Alenka? Ist es eine Stimme oder was ist das? Intuition ist Verbindung zur Quelle, ist der Raum, wo die Akasha genannt wird. Und wenn ich da verbunden bin, dann komme ich auf die Ideen, auf die Lösungen, die der Verstand noch nicht hat. Mhm. Ja? Ist das so eine Art Quantenfeld oder so was? Informationsfeld, Quantenfeld. Morphogenetisches Feld wird genannt, es hat einige Namen, im Prinzip geht es um immer das eine und das gleiche. Es dient dir als eine Kompassnadel und ich habe vorher euch schon mal gesagt, jetzt wiederhole ich es für unsere liebe Zuhörer. Genau, in der Musikpause haben wir darüber geredet. Genau, diese Kompassnadel ist so zu, also ich empfinde es so, mein Verstand, unser Verstand ist ein Neinsager und der alles hinterfragt. Ja? Während diese Kompassnadel, also während diese Stimme, ist für mich einfach das Leben selbst. Das heißt, ein typischer Satz von mir ist, es ist, wie es ist, mach mal das Beste draus. Mhm. Der Verstand legt sich drüber bei vielen Menschen und weiß alles besser. Nein, das mache ich nicht, nein, das mache ich nicht. Also die leichteste Orientierung in diese Virenseiten ist, wenn der Kopf auf alles Nein gesagt wird, dann kannst du dir sicher sein, das ist der Kopf. Weil die innere Stimme, der Herz selbst, bietet dir die Lösungen an. Natürlich sind die Lösungen nicht immer leicht, im Gegensatz. Meistens ist es schwieriger, weil der Verstand sich wehrt. Okay. Wie spürst du diese Stimmen oder wie die Intuition? Ist das für dich eine Stimme, Silvia? Also mir zeigt sich die Intuition meistens durch Bilder oder auch Blitzgedanken, die einfach so plötzlich einschießen oder, ah ja, okay, ich kenne mich aus. Oder auch ein Gefühl. Ein Gefühl, wie fühlt es sich an, wenn ich jetzt in die Situation hineingehe? Wie ist jetzt der Weg, wenn ich jetzt zum Beispiel fokussiert weitergehe und dort hineinfühle oder eine Abbiegung nehme und dort hineinfühle und das ist fühlbar, ob so oder so. Malika? Offiziell eigentlich wird Intuition als instinktive Einsicht in das Wesentliche der Dinge genannt. Mhm. Ja? Man kann jetzt lange darüber reden, aber noch besser ist zu fühlen, weil reden tut nur der Verstand schon wieder. Ja. Fühl hinein in diesen Satz hinein. Das Fühlen ist Intuition. Ja, also du hast vorhin gesagt, in der Virenzeit hast du vorhin gesagt, da gibt es einfach Situationen, mit denen wir nicht vertraut waren. Also wir sind nicht so mehr in unserer Komfortzone. Und dann braucht es neue Lösungen. Und der Verstand hat ja eigentlich, kann ja immer nur auf das zurückgreifen, was er schon erfahren hat. Richtig. Also richtig neue Lösungen kommen selten vom Verstand. Darum ist es eigentlich ganz gut, wenn man sich öffnet für die Intuition. Und wie man das lernt und wie man das machen kann, das werden wir von euch heute erfahren. Gut. Machen wir wieder Musik. Wir haben Wunder geschehen als nächstes, weil Wunder geschehen einfach, oder? Das ist so ist es. Wenn sich der... Solange man im Verstand ist, sind es Wunder. Später sind das einfach... wirkliche Lösung. Also für dich ist es dann mittlerweile schon, gehört schon zum Alltag. Es ist selbstverständlich, Schön. Dass alles, woran ich glaube, funktioniert. Mhm. Und ich glaube aber begrenzt mit meinem Verstand und mit meinem Herzen ist klar, dass alles möglich ist. Auch das, was ich gar noch nicht weiß. Es gibt mehr Möglichkeiten, als ich es wahrnehmen kann. Mhm. Und die bieten sie dann, wenn ich darauf Frage stelle. Wunderschön. Also, wenn wir uns der Intuition öffnen, dann können Wunder geschehen. Hier kommt Nena. Jawohl, so ist es. Wunder geschehen, auch wenn wir es nicht verstehen, hat sie auch gesungen, die Nena. Ja, der Verstand, der kann nicht alles verstehen. Das geht einfach nicht. Er kann sich zwar richtig weiterentwickeln, also ein Verstand kann brillant sein, aber er hat auch seine Grenzen.
Und wir wollen heute wissen, wie können wir Intuition schärfen und lernen. Alenka, vielleicht das Wort an dich jetzt. Ja, in kurze Worte. Ich habe ein Spiel gefunden, beziehungsweise viele Spiele habe ich daraus gemacht. Und lass uns wie Kinder wieder auf Entdeckungsreise schicken und uns lernen, wieder uns zu trauen. Und wir erlangen dadurch wieder Selbstvertrauen. Und wir kommen wieder in eigene Kraft. Wir sind auf Entdeckungsreise. Lasst euch überraschen. Das gefällt mir. Du hast nicht gesagt, wir haben ein Werkzeug, sondern ein Spielzeug. Ja, so ist es. Ich brauche kein Werkzeug, ich brauche Spiele. Und es ist lustig und unbeschwert und es kommt viel Lachen dabei. Menschen hupfen vor Freude, weil man ärgert sich zu Beginn, nur mit zunehmender Übung hüpfen dann meine lieben Damen und Herren vor lauter Freude, dass es klappt. Und ja, Silvia, du hast auch so einen Workshop schon gemacht, so eine Ausbildung. Was ist aus deiner Sicht her, weil du es auch selbst schon erlebt hast, was ist so der Nutzen für dich, für den Alltag, für jemanden, der eine Ausbildung hier macht? Also für mich ist das im Leben weitergehen, diese Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und wenn ich mich dann mit diesen Dingen beschäftige und auch hier, das kann ich trainieren, dann beginne ich einfach zum einen selbstsicherer zu werden, Dinge klarer zu sehen, zu beobachten, auch nicht immer gleich zu bewerten. Und wenn ich das einfach dann alles vor mir habe, kann ich dann die nächsten Schritte gehen. Ich weiß, wo ich hingehe. Es ist das Ziel nicht immer ganz einfach, dann dorthin zu kommen. Und du wirst dadurch aber auch mutiger. Weil du sagst, okay, du weißt, es geht jetzt im Moment nur dorthin. Das fühlt sich gut an. Der Körper reagiert natürlich noch, weil er genau weiß, jetzt geht er wodurch, was unangenehm ist. Ich komme jetzt aus meiner Komfortzone raus, aber dein Herz weiß genau, es ist der richtige Weg jetzt. Und wenn du den dann gehst, irgendwann einmal schaust du zurück und sagst, ja, genau das war's. Und wenn ich mich nicht bewegt hätte und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin. Schön, also du kannst von dir sagen, du gehst selbstsicherer durchs Leben. Und ich glaube, das können wir alle gut brauchen, einfach wirklich auch zu tun und reden und so, ja, was für uns stimmig ist. Und da sind wir schon beim Wort stimmig. Erlenka, du wolltest so sagen. Gerade in Zeiten wie diesen, wo wir uns jetzt eben befinden, ist es wichtig, die innere Welt zu kennen, weil wir werden nur abgelenkt, unterdrückt, mit Druck wird von uns was verlangt. Und jetzt standhaft zu bleiben, ist enorme Schwierigkeit. Wenn ich aber in meinem Inneren die Sicherheit habe, dass mich leitet etwas, dann stehe ich dazu, geschehe was wolle. Weil in dieser Intuition weiß ich auch, wer ich bin, woher ich komme und wo es hingeht. Und daher verschwindet die Angst. Man kann mir nicht Angst machen mit Existenzentzug oder was auch immer sie meinen, dass sie das tun können. Gehört nicht alle Ewigkeit uns, meine Lieben? Gut. Ja, wunderbar. So liebe ich es. Gespräche, die auch ein bisschen philosophisch sind. Wir machen weiter mit Musik. Ja, der nächste Song ist für dich, Silvia. Was hast du dir gewünscht? We are the world. We are the world, richtig. USA for Africa hier. Das ist es. We are the world. Auf einer gewissen Ebene sind wir alle miteinander verbunden. Ja, es war USA for Africa hier auf Radio Soul. Mein Name ist Gerd Pellegrini, heute bei mir im Sendestudio live Alenka Drexler und Silvia Fitzinger. Und das Thema heißt Intuition, das Tor zum Bewusstsein. Wir haben gehört, die Intuition ist sozusagen die Sprache aus der Quelle. Man kann sagen, Intuition zeigt sich als plötzliche Einsicht und ist nicht das Ergebnis eines rationalen Denkprozesses. Es ist etwas anderes. Es ist etwas, was aus dem Herzen kommt. Und das kann man lernen. Und das kann man lernen bei Alenka und Silvia. Und jetzt möchte ich gerne wissen, wie man das bei euch lernen kann. Ihr macht also Workshops. Man kann sich über die Webseite anmelden. Wir werden nachher noch die Webseite durchsagen. Und nenn uns vielleicht eines dieser Tools, wie ihr da spielerisch so etwas angeht. Also,
Beginnen tun wir ganz einfach mit RGB-Farben, Blätter, die man dann mit einfach zu Augen, also das sind wirklich Spiele, wo man zuerst glaubt, dass man raten tut. Ja? Da muss ich nachfragen, RGB, also du meinst jetzt Rot, Gelb. Genau, die Grundfarben, die wir kennen. Blau. Ja, zuerst lernen wir diese drei Grundfarben. Mhm. Wenn die Grundfarben zu 70%, das ist Minimum 75%, 70% Trefferquote da ist, gehen wir weiter auf gemischte Farben. Mhm. Dann, wenn das zu 75% sitzt, geht man weiter auf die Becher, Bälle. Man kann alles Mögliche nehmen, was diese Farben besitzt, was Materialien. Also ich bin sozusagen, ich muss dich immer aus deiner Konzentration rauslocken, damit du lernst, wirklich zu vertrauen, auch in der Stresssituation. Okay. Ja? Also es ist wirklich, du lachst viel darüber, weil du merkst, was es mit dir tut. Es tut was mit dir. Ja? Du lernst mit eine schnelle Meditation bzw. Atemtechnik lernen, damit du dich ganz schnell wieder in deine Mitte befindest, woraus du dann absolut vertrauen kannst, den Impulsen aus deinem Herzen. Und das mache ich dafür, damit wir wirklich alle, die Kurs besuchen, wirklich zu dieser 70 Minimum, muss ich sagen, 70% kommen. Mhm. Jeder Einzelne, egal ob er jetzt Dame 80 ist und glaubt gar nicht, dass das möglich ist, als du dann nach dritter Sitzung ihre Augen siehst und die Freude und sie weiß es und sie zeigt ihre Enkeln jetzt diese Spiele, dann sagst du, ja, alles ist möglich, alles ist möglich. Trau dir. Okay. Spielen als mit Erwachsenen, mit Kindern. Man kann wunderbare Spieleabende mit diesen Spielen, die ich euch vorstelle, machen. Man kann also spielen, wollt ihr spielen, ich möchte spielen. Das Leben ist überhaupt nicht so ernst, wie wir es ernst nehmen. Und je spielerisch ich mit den ganzen Möglichkeiten umgehe, umso leichter wird der Weg. Ja, weil ich mich nirgends mehr fixiere. Ich klammere nicht mehr an etwas und daher tue ich intuitiv neue Möglichkeiten kennenlernen. Mhm. Nur zum Veranschaulichen, also das mit dem Kärtchen zum Beispiel, die haben verschiedene Farben und einer, also versteckt zum Beispiel eine Farbe hinter dem Rücken und weiß, welche Farbe es ist und der andere hat es nicht gesehen und wenn er dann, eigentlich errät er dann entweder die Farbe, also dieses Erraten ist eigentlich dann immer mehr ein zuversichtliches, intuitives Erkennen, oder? Ja, ich verstehe, wo du hin willst, oder aber nicht. Eigentlich ist es so, ich setze meine Teilnehmer um den Tisch herum zum Beispiel zu Beginn und lege eine Karte auf den Tisch und jeder darf mit Zuhe-Augen verbunden mit Mutter Erde und den Geistigen in seine Mitte einfach Impuls, was er bekommt, sagen. Mhm. Und dann mit öffnenden Augen kontrolliere ich diesen Impuls und so findet Synchronisation statt. Ja? Mhm. Egal, was da rauskommt, mir ist lieber, du sagst rosa, obwohl die gar nicht am Plan ist. Ja? Ist mir lieber, du sagst rosa, als dass du nachdenkst darüber. Ja. Aber ist es so, dass man etwas, wenn man spontan was raussagt, Silvia, ist da die Trefferquote höher, als wenn ich drüber nachdenke und das Gehirn, also den Verstand einschalten möchte? Auf jeden Fall. Du kriegst das nicht immer mit, dass du aus dem Impuls heraus diese Farbe sagen würdest. Alenka hat mir oft gesagt, ich habe schon gesehen, du hast Blau schon gesagt und dann kam Grün raus, weil der Verstand sich dazu geschalten hat. Genau. Man sagt ja auch oft, folge deinem ersten Impuls, nicht? Wenn du Menschen kennenlernst und, oder generell. Also, ja. Und die oberste Priorität ist die Stille, gedankenfrei zu sein. Daher etwas Meditation, daher Atemübungen, damit ich lerne, diese 2 Sekunden habe ich maximal Zeit, ja, um etwas auszusprechen. Manchmal ist sogar das zu viel. Der Verstand ist so konditioniert durch viele Jahrhunderte, dass er wirklich glaubt, er muss auf alles eine Antwort haben. Und jetzt bringe ich dabei, wie du in erster Sekunde lernst, diesen Impuls kennenzulernen und das kann sich dann steigern. Im Verstand wird immer ruhiger, der Gedankenfluss ist nicht mehr so extrem, dass er dich treibt in schlaflose Nächte. Das heißt, Schlaf verbessert dich, deine Stimmung verbessert sich. Nur bitte erwartet dir das nicht beim ersten Mal.
so wie du dein lebenslang, solange du die Erfahrung jetzt im Hier und im Hier hast, solange bist du konditioniert worden in eine Richtung. Und jetzt musst du deinen Verstand begreifen wie ein Kind, dass du dir jetzt was anderes zeigst. Nimm dir Zeit, drück dich nicht, zwing dich nicht, lass dir einfach Erfahrung machen und diese Erfahrung bereichert dich und lehrt deinem Verstand zu vertrauen. Mit Druck erreiche ich nichts in meinem Leben, gar nichts. Aber mit Offenheit und Vertrauen alles, was möglich ist. Ja, das macht mich gleich neugierig auf so einen Workshop. Wie kann man da einen buchen oder mitmachen? Wie macht ihr das? In Zeiten wie diesen, wo wir uns gerade allesamt befinden, es ist uns am liebsten, wenn sich Interessenten telefonisch bei uns melden. Und je nachdem, wenn ich 6 bis 10 Teilnehmer habe, dann gebe ich 3 Termine zum Aussuchen und die Leute finden sich dann selbst zusammen. Wir besprechen bei ersten Zusammentreffen, wann wir alle denn Zeit haben. Mhm. Ja, weil es ist enorm schwer momentan für uns alle. Zoom funktioniert nicht. Ich brauche diese Erfahrung direkt zu machen. Und daher steht unser Angebot so, melde dich, falls du Interesse hast, sprich mit uns. Es findet sich immer ein Weg. Ja. Und falls du gehen möchtest mit uns, glaub es mir, dann geh, steh auf und geh. Mhm. Ja, wunderbar. Wir sind fast am Ende der Sendung jetzt angelangt. Gibt es noch etwas, was euch am Herzen liegt? Oder ich würde sagen, ja, die Webseite sollten wir unbedingt durchgeben. Telefonnummer wäre auch nicht so schlecht. Ich habe sie da vor mir stehen. Ich lese mal vor, 0699 10 24 0909, also 0699 10 24 0909. Falls Sie sich jetzt nichts aufschreiben konnten, dann gehen Sie auf die Webseite bewusstwerdung.at. Das ist, ja, da findet man dann alles. Genau. Hm? Und meine Botschaft für heute wäre: In der Stille liegt die Wahrheit. Werde zum Beobachter. Schön. Silvia, du auch noch ein Abschlusswort. Ich sage euch, es ist jetzt wichtig, sich zu trauen, den Weg zu, den nächsten Schritt zu gehen, auch für sich selbst und für die ganze Menschheit. Und ja, ich sage einfach, geht's. Wenn ihr den Impuls bekommt, dann traut's euch. Wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, das war sie, die Talk and Music Show hier auf Radio Soul im Rahmen der Konferenz der Menschen. Wenn Sie eine Botschaft haben oder ein Projekt, dann stellen Sie das hier bei Radio Soul und auf der Konferenz der Menschen vor. Einfach auf konferenzdermenschen.com anmelden und kostenlos mitmachen. Schön, dass ihr heute bei uns wart. Es war eine schöne Sendung. Auch ich bin persönlich der Überzeugung, dass Intuition ein ganz wichtiger Bereich ist. Etwas Unverzichtbares, eine unverzichtbare Kompetenz, kann man richtig sagen, die wir als Mensch haben sollen und dürfen. Und es betrifft nicht nur uns Erwachsene jetzt, die so in den Herausforderungen des Alltags stehen gerade, sondern auch ja, die Kinder, alle. Also alle, gerade die Kinder haben es am wenigsten noch verschüttet eigentlich, oder? Genau, die haben so auch ist es. Die Kinder haben es noch ganz leicht. Ja, die Kinder sind sofort drinnen und sind wirklich glücklich, wenn sie das ausleben. Du spürst das Glück, ja. Und es ist so richtig ansteckend. Mhm. Und die Erwachsenen, wir sind wirklich konditioniert durch Schulsysteme, durch Beruf und das Ganze. Und daher dauert es zwar ein bisschen, aber es bereichert dein Leben enorm, selbst am Arbeitsplatz, die Entscheidungstreffen, alles Mögliche. Also ich kann euch nur empfehlen, traut euch. Ja. Es bereichert euch unheimlich und erleichtert eigentlich den Weg, der nicht immer leicht ist. Scheint zu sein, gell? Ja, und am besten gleich als Familie buchen, würde ich sagen, gleich einen Termin ausmachen. Da haben die Kids dann wahrscheinlich einen Vorsprung. Die sind dann besser als die Eltern, oder? Deswegen ist es auch so, jedes Kind, das bei mir, bei uns dieses Intuition-Training macht, ist das sozusagen gratis, weil das, was für ein Kind zu ausgleichen ist, bekommt ein Erwachsener dann retour verrechnet. Okay. Ja, nochmal die Webseite, meine Damen und Herren, Bewusstwerdung, mit Doppel-S geschrieben, bewusstwerdung.at. Da finden Sie alles über Alenka Drexler und Silvia Fitzinger und über das Intuitionstraining. Ja, wir beenden diese Sendung mit Simon und Garfunkel, The Sound of Silence.
Danke. Dankeschön. Du hast ja gesagt, Silence, die Stille ist ein wesentlicher Bestandteil. Richtig, das ist die einzige Wahrheit. Ja. Okay, ciao. Bye, bye. Tschüss.